Und seid damit wieder recht herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von Let's Play Anno 1404 Venedig. Jo, ihr habt wieder reichlich Tipps reingereicht. Vielen Dank an der Stelle. Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Das erste, was ich gleich mal machen werde, ist, sobald ich es gefunden habe, Lager voll, genau. Das ist nämlich schon das erste. Hier haben wir jetzt zum Beispiel gerade eine Route. Und zwar haben wir eine recht ordentliche Überproduktion an... Das Gewitter ist vorüber. ...an Brot. Ich werde jetzt hier mal das Brot komplett rausverkaufen. Das hat den Grund, dass kein Händler so viel einkaufen würde, dass unser Lager am Ende leer ist und die Nachproduktion ist hoch genug. Und wir können ja hier sehen, der Großvezier ist ja auch schon gut am Einkaufen. Mit dem Preis gehe ich auch etwas runter, einfach um die Händler ein wenig mehr anzulocken. Ja, man sieht es ja hier, ne, wie das da wieder reinkullert alles. Hier kommt schon das nächste Schiff. Also Brot haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Auch das Bier sieht gut aus. Brot kaufen wir momentan noch ein, das ändere ich jetzt mal. Wir werden jetzt wieder Brot verkaufen, auch hier Rausverkauf. Und wir gehen auch hier auf 55 Goldstücke pro Tonne. Ich denke, damit können wir noch ganz gut Einnahmen erzielen. Bei den Gewürzen gehe ich auch nochmal ein Stück runter. Das hattet ihr nämlich in den Kommentaren geschrieben, ganz einfach deswegen, weil die Händler dann eher geneigt sind, mehr zu kaufen und vor allem auch häufiger zu kaufen. Das fand ich viel interessanter noch. Beim Bier bin ich mal etwas vorsichtiger. Beim Bier, ich sag mal, gehen wir mal auf 90 Goldmünzen pro Tonne und da gehen wir vielleicht auf, ja, ich würde schon gern eigentlich so 500 Tonnen noch im Lager behalten, weil beim Bier bin ich einfach vorsichtig. Zumal auch Eigenbedarf und so, ne? So, huch, 510, nicht 500. Dann Ziegel kaufen wir aus einem mir unbekannten Grund ein. Glas verkaufen wir, aber da haben wir eh nicht mehr viel. Da ist schon bis zur Verkaufsgrenze alles runter. Fleisch verkauft sich gut. Können wir vielleicht auch nochmal ein Stück runtergehen mit dem Preis. Und hier gehe ich auch nochmal ein Stückchen runter. So, mal schauen. Ich glaube, der Hassan ist nämlich auch gerade angekommen. Ich habe die Handelsmeldungen ja ausgestellt. Stimmt, ja. Und er hat auch gut eingekauft. Brot hat er jetzt nicht mitgenommen. Aber das ist ja egal. Er hat alles mögliche andere mitgenommen und das ist schon gut genug. So, dann sind wir jetzt hier noch am Machen. Und da habt ihr auch einiges geschrieben. Ich muss mal ganz kurz nochmal, ich weiß, Waren verteilen auf andere Inseln, um die zu verkaufen, besser zu verkaufen. Ich weiß, ich habe es mir notiert. Kommt noch, das habe ich gesondert notiert. Dann habt ihr verschiedene Ideen reingereicht, wie wir denn Mandelplantagen genau bauen könnten. Da wurde geschrieben, dass wir es zum einen wie Getreidefarmen anordnen könnten. Das hat der Stefan geschrieben. Dann hat die Anni noch geschrieben, dass wir das auch im Prinzip wie mit den Rinderfarmen anordnen könnten. Und, huch. Und es wurde noch geschrieben vom Moment. Und der Flashfish hat noch geschrieben, wir können mal ausprobieren, 3 Felder links und 2 rechts. Mal schauen. All unsere Baupläne stehen zu eurer Verfügung. Mit zwei... Wie viel war das? 3 links und 2 rechts. Ich glaube, das wird nicht hinhauen, weil die Felder einfach zu groß dafür sind. Das würde... Obwohl, ja gut, wenn man die jetzt irgendwie hier lang und da lang und so, dann würde es vielleicht schon gehen. Aber ich will da eigentlich kein Risiko eingehen, weil das Ganze ja auch Baumaterialien kostet. Okay, momentan sind die Lager noch halbwegs voll. Ah, der hat auch noch Mosaik. Okay, hier können wir es decken. Okay, ich würde es vielleicht sogar mal wie mit den Weizenplantagen ausprobieren. Da könnte man theoretisch hier so in der Mitte eine große Noria packen. Haben wir denn dann noch einen Bauplan eigentlich? Tatsächlich, wir haben sogar noch einen, den hole ich mir gleich mal. Das ist eine Route, das ist auch eine Route. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Die Mühle. Ja, weil wir einfach zu viel Zeug haben. Okay, ich denke, es wäre doch noch eine gute Sache mit der Warenverteilung.
Ach ja, dann wurde auch noch geschrieben, die Lagerhäuser woanders sind, packen und lieber mehr Anlegestellen. Ich werde hier schon mal anfangen mit den Anlegestellen. Ist das eine Anlegestelle? Ja, Landungssteg, da stand es gerade. Ach, wir haben gar keine Baumaterialien. Okay. Seht nur, die Baustelle ist völlig verwaist. Alles wartet darauf, dass der Ausbau fortgesetzt werden kann. Jo, mein Freund, weil Steine fehlen. Steine, ja, warte mal. Steine kriegen wir da bestimmt irgendwo her hier. Da hinten. Nee, ist Eisen, verdammt. Hier sind Steine. Wunderbar, dann holen wir uns doch die Steine hier einfach mal. Natürlich nicht. Ich baue einfach mal hier hinten den Marktplatz rein. Und dann bauen wir hier so eine Steinmetzhütte hin. Hier so. Huch. Steinmetzhütte hin. Und dann werde ich auch gleich mal hier unten, das, bevor ich das wieder vergesse, auch nochmal eine Speicherstadt hinknallen. Die Frage ist nur, wo? Ich glaube, wir brauchen einen neuen Hafenbereich. Oder haben wir noch welchen? Nee, haben wir nicht. Okay, dann brauchen wir da nochmal einen Dingens. Wo ist es? Landungssteg? Nein. Große Werft? Nein. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Hafenmeisterei, da müssen wir uns kurz durchhangeln. Joa, packen wir die mal genau hier hin. Der kann wieder weg. Und dann bauen wir einfach mal hier unten eine Speicherstadt hin. So. Könnten natürlich auch gleich zwei bauen, aber... Ein gewaltiges Monument. Ja, ja, startet man gleich. Nicht lange drum rumreden, einfach machen. Genau. So. Noria. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Das kommt gelegentlich vor. Der hat noch 5 Tonnen Mosaik, warte mal. Ach ja. So, die holt er sich jetzt mal. Und dann fahren wir mit dem Schiffchen mal runter. Hier geht es im Augenblick nicht voran. Da wissen wir Bescheid. Hier wird nichts mehr hergestellt, das ist klar. Hier wissen wir auch Bescheid. Gewitter, geladen, eine bla bla. Produktion kommt zum Erliegen. So, ich lege die Zuckerrohrplantagen so lange einfach mal lahm, wie wir hier noch am Werkeln sind. Kostet ja auch alles Bilanz. Hier unten... Wie schön, dich wiederzusehen. Mhm. Macht euch in der Ratsversammlung einen Namen, bevor es ein anderer tut. Ich überlege die ganze Zeit schon daran herum, ob wir nicht einfach mal seine ganzen Inseln einfach verschlingen sollten. Bist du gekommen, um meine neueste Ode zu hören? Ja, genau so. Ein Mitspieler ist in einer Stadt zu mehr Einfluss gelangt. Müssen wir aufpassen. Es ist mir eine Ehre, dich... Na warte, Engelsgesang sagst du? Na warte, wenn ich erstmal groß bin. Ach, deine Seele. So. Schön, dass du da bist. Natürlich. Ja, du hast recht. Ieste, nur ein bisschen rumgeschleime und schon sind sie wieder alle happy. Da kommt unser Schiff. Nejat. Oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Wer bist du? Ach so, das ist ein orientale... Aha, okay. Das ist unser orientalisches Handelsschiff für die Duftkacke. Genau, was wollten wir jetzt gerade holen? Sag ich schon wieder... Ach ja, genau. Die große Noria, was ist denn das hier? Ach ja, ein Gauklerlager. Erbaut, mit Hilfe der, Gauklerlager. Ich glaube, das ist ein besonderes Gebäude. Friedhof ist nicht ganz so toll. Wir fahren lieber erstmal mit der Noria hier hoch. Und dann können wir schon mal währenddessen überlegen. Ich denke, ich werde den, ja doch, ich denke, ich werde das Zeug, Na, wir haben eigentlich genügend Platz. Hab halt gerade noch dran herum überlegt, ob man noch irgendwie optimieren kann. Ich überlege auch gerade, ob man hier noch zufälligerweise... würde das klappen? Ich glaube nicht. Oder? Ich probiere es mal, aber ich denke nicht, dass es funktionieren wird. Na, das sieht doch schon so aus, als ob das eh nichts wird. Nee, nee, der hat viel zu wenig Felder. Das wird nichts. Schade. Hätte der klappen können.
Da kommt auch schon unser Schiff. Mit einem Noria-Bauplan. So, wo packen? Ja, natürlich. Machen wir mal so hier. So, und dann, wie meinte ich? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja. Wie meinte ich das? Okay, wir brauchen relativ viel Platz. Es könnte eng werden. Ich baue jetzt einfach mal von rechts nach links, mehr oder weniger. Mal schauen. Heißt, wir brauchen Marktplatz und nach rechts brauchen wir, wie groß ist das Teil? 4x4. 4, 5, wir brauchen 6 Platz. Genau mein Geschmack. Vanille, stimmt's? Genau 6 Platz, also 6 Felder. 3, 4, 5, 6. Nach oben hin brauchen wir nicht ganz so viel Platz. Ah, ich schaue nochmal zur Sicherheit. Na ja, gut, doch. Ist schon ein Eckchen. 4, 5, 6, 7. Hm? 4, 5, 6, 7. Tatsächlich, doch 7. Okay. Ich hätte es gedacht, es wäre ein bisschen weniger, aber doch nicht. So, dann richte ich mich nämlich mal nach dem da oben. 5. Ihr seid zu klug, um diesen Auftrag abzulehnen. Sei einfach ruhig. Nervst mich gerade. Ich konzentriere mich. 5, 6, 7. So, dort müsste also eigentlich der erste hin. Und dann Mandelplantage. Ja, stimmt, tatsächlich. Ah, der braucht 5 Felder, meine Lieben. 5. Guck mal, der braucht nur 3. Nee, das funktioniert leider nicht. Das wird auf keinen Fall so hinhauen. Definitiv nicht. Dann kann ich das hier auch gleich weghauen. Das wird so nix. Dann schaue ich doch nochmal ganz kurz hier. Die Rinderfarm. Waren das die Rinderfarm? Nee, ist das die Schweinezucht? Der hier braucht 5. Also dieses Adolf-Format hier irgendwie, ja, das könnte schon eher hinhauen. Da müssen wir dann aber wieder schauen, wo bekommen wir die große Noria unter? Wird nicht einfach. Ansonsten packen wir einfach zwischen zwei solche Konstrukte. Ich bin begeistert. Eine große Noria und vielleicht an den Ecken irgendwie noch kleine Norias. Probieren wir das mal aus. Also wir brauchen im Prinzip einen Marktplatz. Der braucht jeweils wie viel Platz nach außen weg? 4, 8. 8 und das in jede Richtung. Okay. Das ist easy. So. 4, 5, 6, 7, 8. Und da drüben haben wir jetzt 6, 7, 8. Okay. Das sieht gut aus. Muss mich da ein wenig dran orientieren. Huch. Genau so nämlich nicht. Wir können auch gleich Steinwege eigentlich bauen, wenn wir schon dabei sind. So, und dann war das, kam glaube ich hier der nächste, oder? So irgendwie. Nee, sieht doof aus. Aha, der kam dort. Ein Rohstoffvorkommen ist fast erschöpft. Sohlevorkommen. So. Ich hoffe nur gerade, mir ist nicht der Aufnahmesound gerade eingebrochen, weil es gerade zu kurz geknackt hat. Es gibt kein Bauvorhaben, das ihr nicht verwirklichen könnt. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Ich würde da mal ganz kurz schnell nachschauen. Eine Sekunde bitte.
Ah, nee. Läuft noch. Okay. So. Ich habe schon des Öfteren überlegt, einfach mal mit einem anderen Gerät das Ganze, den ganzen Ton aufzunehmen, also wie mit einem zweiten Notebook oder sowas. Wäre vielleicht manchmal besser. So, die werden dann immer nach außen weggebaut, die Plantagen. Das heißt, so, so, so und so. Und dann eigentlich immer einmal quer rum die Felder. Wie so ein Helm quasi wird das da aufgesetzt. Wie so ein Minecraft-Helm. Also im Prinzip. Schon wieder vergessen. Ey, das ist. Wo fängt denn der an? Aha, der fängt ein Feld unter der eigentlichen Dingens, unter der eigentlichen Plantage an. So, huch. Also hier. So, jetzt haben wir's. Dann machen wir 4 von 5 irgendwie. Wieso? Moment. Was haut da nicht hin? Hä? Sag mir nicht, die Gebäude sind ein Stück größer. Aber sieht ja eigentlich nicht so aus. Der klebt da direkt dran. Ich will am liebsten Screenshot. Ich merke es mir einfach nicht, wie das aufgeht. Ich merke es mir einfach nicht und es regt mich auf. Moment. Der ist dort. Hey, haut da irgendwas. Irgendwas haut hier gar nicht hin. Aber ich weiß noch nicht, was es ist. Der ist genau zwischen den beiden Wegen dort. Der auch. Ich bin sicher, dein Volk schaut in. Ich glaube, der hat einen größeren Einzugsbereich. Ja, ich glaube, das ist der Fall. Ich glaube, dann wird das so auch nix. Ich schaue da mal ganz kurz nach. Jetzt haben wir irgendwie schon 5 verschiedene Pläne hier durchprobiert insgesamt. Jetzt gucke ich einfach mal ganz kurz. So. Ach du Scheiße. Einfach mal 200.000 Plantagen hier auf dem Plan irgendwie. Ja gut, man kann auch einfach erstmal die Hälfte davon bauen. Man braucht 2 Zuckerplantagen, Zuckerrohrplantagen. Man braucht 2 Mandelplantagen. Damit kann man jeweils, okay, eine Zuckermühle jeweils auf 2 Zuckerrohrplantagen und damit kann man im Endeffekt einen einzigen, was war das, Süßwaren- oder Zuckertörtchenhersteller, keine Ahnung, was es war. Ich stelle mir das Handy mal ganz kurz direkt vor dem Bildschirm, dass ich sehen kann. Kann es trotzdem nie sehen mit meinen krassen Adleraugen. Das will er natürlich nicht mehr auszoomen, aber es ist einfach so ein Riesenplan. Den kriegst du gar nicht auf ein Bild hier. Boah, Junge, Junge, Junge. Puh, warte mal. Vielleicht können wir das ja mit einer Nore hier abdecken. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die haben alle nicht mal volle. Ach komm, weißt du was? Leck mich einfach. Scheiß auf Pläne. Wir machen jetzt unseren Plan und dann ist fertig hier. Was auch immer. Ah, wie mich das aufregt. Manchmal dieses Plan gibt. Egal. Okay, so, wir brauchen also 5 Felder. 5 Felder sollst du haben. So, bam. Da, da, da. Verdammt. Da, da. Da hast du dein. Okay, es fehlt einer. So, da hast du deine 5 Felder. 5 Felder Wirtschaft. Da fällt mir aber gerade schon wieder was auf. Nein, das ist doof. Nein, das ist doof. Okay, so, dann brauche ich hier an der Seite nochmal einen. Mir ist völlig wurscht, ob das irgendwie platzverschwendend ist oder nicht, aber es gibt mir einfach gehörig auf den Zeiger gerade, dass es einfach nicht funktionieren will. Ah, das regt mich auf und jetzt auch noch so Mosaik alle.
So. Mach ich mal Folgendes. Ich baue die einfach jetzt hier hin. Mir völlig Jacke wie Hose gerade. So, und dann hier hinten irgendwo noch einen hin und dann hat er seine 5 Felder. Hätten wir da schon mal 3, dann bräuchten wir nochmal 3 und die können wir ja wunderbar auf die andere Seite pappen. So. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, das soll gelegentlich vorkommen, habe ich gehört. Steinmetzhütte. Ah, Hauptinsel. Okay, ja, den können wir wieder lahmlegen dann. So. Ich habe auch keine Ahnung, ob das im Endeffekt dann reicht an Produktion. Da müsste ich nochmal kurz durchmessen. Schauen wir mal. Also, wo ist der Rechner? Moment bitte. So, der Rechner sagt, dass wir, Moment, ist das die volle Anzahl hier unten? Ja, also wir haben immer noch 1185 Nomaden und 4700 Gesandte. Da bräuchten wir 1,9. Ja, ist ja eigentlich perfekt. Warte mal, 1,9. Ne, Moment. 1,9. Das heißt, wir bräuchten im Prinzip 4. Ah, ne, dann haben wir sogar eine Überproduktion. Ja, perfekt. Wunderbar. Easy. Alles im grünen Bereich. Jetzt habe ich das Programm zugemacht, was ich gar nicht wollte. Dann sind wir ja auf der sicheren Seite mit unserer Produktion fürs Erste. Denn da produzieren wir bereits mehr, als wir eigentlich bräuchten. Jetzt brauchen wir als Nächstes die Zuckermühlen. Und davon brauchen wir 3 Stück, wenn ich das richtig sehe. 1, 2, 3, ja genau. Und die brauchen natürlich Werkzeug. So, die sind schon leer, die beiden. So. Die kommen dann hier hin, genau. Da bräuchten wir dann, was sagte ich, 3, ne? Jetzt fehlt es natürlich an Mosaik. Wen schicken wir los? Der hier, der kann mehr lagern. Wobei, wir können ja eh nur 70 momentan einlagern. Dann holen wir hier nochmal ein bisschen was. Wie sieht es hier eigentlich aus? Hier auf der Baustelle geht es gut voran. Ja, ich sehe es. Und wie sieht es hier oben aus? Seid unbesorgt. Mit Gottes Hilfe werden die Arbeiter diesen Bauabschnitt bald fertiggestellt haben. Ja, ein bisschen brauchen sie schon noch, mein Freund, ne? Und wir müssen da mal Baumaterialien rüberschippern, sehe ich gerade. Wir können ja hier auch mal, ne? Das wäre vielleicht nochmal eine gute Idee, Werkzeug einkaufen, Holz einkaufen, Ziegel einkaufen, ne? Ich denke, das ist nochmal eine gute Sache. Brot scheint übrigens gut zu gehen, so wie es aussieht. Dann können wir vielleicht hier unten nochmal... Befreut dich zu sehen, sollst nie wieder gehen. So, da waren wir auch schon wieder weg. Und das macht ihn traurig. Immer trampeln alle auf mir herum. Siehste, sag ich doch. Jo. Der Blick auf die Uhr sagt mir leider eigentlich, dass wir jetzt schon einen Cut setzen müssten für die Folge. Aber ich will eigentlich, beschleunige jetzt mal ein bisschen, ich will das da oben noch fertigstellen. Deswegen überziehe ich jetzt einfach mal ein bisschen. Jetzt kann ich ja beruhigter überziehen, wie gesagt, mit anderen Veröffentlichungsplänen und so. Da können wir dann auch gerne mal etwas mehr überziehen. Das haut denn nicht so ins Gewicht, dann komme ich nicht so ins Schleudern mit anderen Videos. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Die Holzfallerhütte. Okay, dann können wir die eigentlich auch mal hier still stoppen. Das Bier scheint relativ stark runterzugehen.
obwohl wir da eigentlich den Verkauf auf 500 begrenzt haben. Da kommen 8 Tonnen Bier. Das reicht ja nicht mal, um Abend zu füllen. Der hat gerade mal 5 Tonnen Bier. Das reicht nicht mal, um danach Mittag zu füllen. Wo bleibt das Bier? Hä? Auf einmal sind es wieder... Ja, ich glaube, es wäre gut, wenn wir hier vielleicht auch nochmal eine Farm aufmachen. Brauchen wir halt Kräuter, oder? Oder bauen wir hier noch ein bisschen aus? Ich weiß es noch nicht. Den Marktplatz sollte man mal austauschen. Ah, Hassan war da gewesen und hat uns schon mal Baumaterialien verkauft. Das ist sehr lieb von ihm. Seht nur, die Baustelle ist völlig verwaist. Ja, das ist sie aber auch nur. Anblick. Siehst du hier, siehst du da, ne? Einer die sind nur zu faul. Stellt keine Waren mehr her. Was ist eine Dattelplantage? Volles Lager! Ach ja, ich glaube, warte mal. Muss ich ja jetzt direkt mal schauen. Wo ist denn die allgemeine Tabelle? Ich will. Wo ist die allgemeine Tabelle? Aha. Verbrauchstabelle. Nee. Eigentlich. Jawohl! Eigentlich verbrauchen die Gesandten mehr Datteln. Das wundert mich gerade. Am wenigsten verbrauchen die Gesandten Datteln. Dann kommt Milch, dann kommen Perlenketten. Ach du Scheiße. Puh. Also Süßzeug hier, ne? Marzipan, alter Schwede. Was? 2,5 Tonnen auf 100 Einwohner pro Minute. Boah, übel, ne? Übel. Okay, Die Adligen sind noch einen Zacken schärfer, was Bücher und Kerzenleuchter betrifft. Einfach mal 3,3 Tonnen pro Minute je 100 Einwohner. Da werden wir noch Freude haben, denke ich. Aber wir werden jetzt erstmal Freude haben, das Zeug hier einzuladen, damit ich das nämlich mal fertigstellen kann. Ja, genau. Weil die warten nämlich alle schon ohne Ende und ungeduldig hier rum. Was brauchen denn noch? Nix, nur Zuckerrohr. Okay, das ist easy. Nein, Moment, wir haben ja Steinwege. Kann man hier... Ach ja, wie schön. Können wir eine Brücke bauen? Dann kommt hier der Weg hin. Den baue ich noch einmal aus. Und dann, nee, den baue ich gleich zweimal aus, weil eventuell knüppeln da wir da gleich noch andere Sachen ran. Genau, dann haben wir 3 davon und damit sollten wir im Prinzip jetzt, wo habe ich es, wo ist es, auch 3, na, wo ist es, genau, damit können wir jetzt auch 3 von diesen, umfassendes Wissen über unsere Baukunst erlangt, natürlich. 3 von denen, natürlich fehlt es wieder. Es war so klar, ne? Aber zum Glück haben wir ja vorgesorgt. So. Mit mir nicht, Freundchen. Jetzt habe ich das Schiff wieder woanders hingeschickt. Bleib, wo du bist. So. Haben wir heute halt eine 30 Minuten Anno 1404 Folge. Die brauchen sonst nichts mehr. Ne, die sind soweit glücklich. Wunderbar. Ah, endlich mal, ey. Endlich mal irgendjemand, der glücklich ist. Puh. So, hier lade ich mal ein und ein und ein. Und ich baue noch mal ein paar kleine. Oder bauen wir gleich... Bevor ich jetzt wieder anfange... Nee, ich will hier noch keine... Ich will hier noch keine Speicherstadt bauen. Das dauert zu lange. Ich baue jetzt hier noch mal ein paar Lagerhäuser hin. Huch, nein. Aber auch nicht so viele. Wie viel können wir jetzt lagern? 200 Tonnen. Das reicht erstmal. Dann baue ich lieber nochmal ein paar Anlegestellen. So wie ihr es ja auch geschrieben habt. Sind das Anlegestellen? Das sind Landmärkte. Okay. Da baue ich einfach mal... Da bauen wir mal hier in die Ecke hinten ein. Hier. Und dann hier nochmal eine. Und dann bauen wir hier hinten nochmal eine. So. Dann haben wir hier insgesamt 4 Anlegestellen mit dem Hauptkontor gemessen. Das Zeug lade ich nochmal ein und das hier ist eine große Kaufmannskogge, das heißt, die ist noch frei, mit der können wir jetzt Unfug anstellen. Heißt, diese, ja genau, dieses Schiff kann ich aber gerade noch nicht mal meine Route erstellen. Wo ist es jetzt? Dieses Schiff soll, ist jetzt doof, dass das Schiff schon drin ist. So, von hier jetzt, so rum. Von hier wollen wir, wir wollen das hier. Und zwar so viel wie geht. Den nehmen wir einfach mal mit. Wir nehmen mit. Wir können eh gar nicht so viel aufs Schiff nehmen. So, oder beziehungsweise der Kontor kann gar nicht so viel fassen. So rum ist richtig.
Hier wäre vielleicht nochmal gut, wenn wir hier nochmal einen... Siehste? 30 Minuten. Da haben wir die 30 Minuten. Boah, ich frage mich, wieso der so lange zum Speichern braucht bei 1404, ne? Gespeichert. So, warte mal, bevor ich jetzt hier irgendwie... Ich baue jetzt hier oben... Was ist das da? Ein Stein. Ich baue jetzt hier oben nochmal eine Hafenmeisterei hin. So. Dann haben wir da einen etwas kürzeren Weg. Das heißt, so von dieser Route gehen wir dann an diesen Kontor und dort laden wir das ganze Gedönsel wieder aus. Und dann können diese verdammten Gesandten nämlich langsam mal echt den Rand halten, weil wir ihnen einfach mal den Rand damit stopfen werden. So, und dann nehme ich mir dieses Schiff hier und dann geht's zur Sache. Ich will das sehen. Ich will sehen, wie er die Süßwaren auf sein Schiff lädt, in seine Ladekammern. Ich will es sehen. Ich will es riechen und schmecken. Lecker. 29 Tonnen. Dann nehme ich wieder zu. Also dann, jetzt haben wir es gepackt. Boah, Alter, war das eine Geburt, ey. Die Produktion kommt zum Erliegen. Den können wir gleich mal wieder wegdatschen hier, den brauchen wir nicht mehr. Dann werden die hier nämlich auch endlich mal ein paar mehr Goldmünzen abdrücken. Es wird ja langsam mal Zeit. Stimmt's live? Ich hätte nie gedacht, dass du dich an mich erinnerst. Nee, tue ich auch nicht. Ich bin nur zufällig vorbeigekommen und hab gesehen, dass hier noch ein Ratssitz frei ist. Sorgt dafür, dass die Ratsversammlung sie fallen lässt. Wir haben keine starken Konkurrenten, mein Freund. Wir sind der Konkurrent. Ich habe meine Lektion jetzt gelernt. Der Bau der Speicherstadt geht mit. Seid ihr bereit? Gut so. Spricht er von der hier? Ja, er hat von alles der gesprochen. Alles wartet darauf, dass der Ausbau fortgesetzt werden kann. Dann brauchen wir hier im Prinzip eigentlich nur noch mehr Gesandte halt, ne? Und dann können wir nämlich den Kaiserdom fertigstellen. Verzeiht, aber euch fehlt im Moment die Erlaubnis zur Fortsetzung der Bauarbeiten. Und das sind nämlich auch gar nicht mehr viele, die wir dafür brauchen. Und das Ding kostet momentan einfach nur Bilanz und das ist doof. Also dann, würde ich sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle erstmal. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann erstmal bis zur nächsten Folge von Anno 1404 Venedig. Bis dahin, see ya!